Ja, das, was Herr Rust sagt, das ist eigentlich bekannt, gutes fachliches Wissen, was in den Verwaltungen eigentlich vorherrschen müsste. Und da sind wir beim Kernproblem, Personal, Personalentwicklung, Personalqualität und Quantität korrespondieren miteinander. Wenn Sie 20 Jahre Verwaltung nicht mehr intern verändern, dann verändert sich auch Verwaltung nicht. Das heißt, Sie müssen permanent frische, jung ausgebildete Kollegen reinbringen. Dann können Sie auch erwarten, dass sich Verwaltung anpasst an die gültigen Regelwerke. Als wir 2008 bei uns im Betrieb neu organisiert haben, haben wir genau mit den Aboristen aus Göttingen angefangen, das Baumsachgebiet bei uns aufgebaut in Essen, wo wir das Baumsachgebiet zum Forstbetrieb dazugeschlagen haben, um organisatorisch dort Gesamtverantwortung für das Thema Baum zu haben. Und haben genau dieses entwickelt, Sach- und Fachkompetenz für das Thema Baum in die Verwaltung zu etablieren. Kam ein leichter Verzögerungsprozess, wir hatten so ein Orkanereignis Ela, das hat uns ein paar Jahre zurückgeworfen. Jetzt starten wir wieder mit einem Forschungsvorhaben gemeinsam mit der TU Dortmund zusammen, die auch das Ganze noch ein bisschen beleuchtet aus der kritischen Zusammenschau Klimawandel, Orkanereignisse, Baumbestand, dass man das Ganze ein bisschen sicherer, zukunftsfähiger aufbaut, dass die Schäden nicht so gravierend werden. Aber es sind immer die gleichen Fragen, die uns umtreiben. Wie können wir den Bäumen den Lebensraum geben, die Regelwerke ihnen zusprechen, die auch grundsätzlich bei der unterirdischen Konkurrenz den Bäumen zugesprochen werden können? Das ist Sach- und Fachkunde, die Sie von der Planungsabteilung über die Eigentumsverwaltung, das sind in der Regel die Tiefbauämter oder die Immobilienwirtschaft, auch teilweise ins eigene Grünflächenamt hinein, wenn Sie eben in die rekultivierten, in die Konversionsflächen reingehen, dann müssen Sie am Standort arbeiten und dann müssen Sie das Thema Baum denken. Und dieses Thema Baum in einer Verwaltung ganzheitlich zu denken, das müssen wir wieder lernen und da brauchen wir innerhalb der Verwaltung von Ihnen Unterstützung. Und diese Unterstützung können Sie nur über Ihre politischen Mandate reingeben, damit das Thema Baum auch in der übrigen Konstellation oder überhaupt das Thema grüne Infrastruktur in dieser übrigen Konstellation das entsprechende Gewicht bekommt und erhält, damit es personell auch möglich ist. Sie können nicht die Verkehrssicherheit gewährleisten mit dem Personalbestand von vor 10 Jahren, wenn Sie heute Klimawandel mit diesen massiven Trockenschäden haben. Sie rennen permanent trockenen Ästen hinterher. Sie kommen noch nicht mal zu der guten fachlichen Pflege, die notwendig ist, damit junge Bäume sich an Straßenprofile adaptieren können. Das heißt, Sie brauchen Ressourcen und Personal dafür. Sie brauchen Bauleitungskapazitäten und Planungskapazitäten, die sich mit der Betonfraktion streiten dürfen und können und die Zeit dafür bekommen, dass beides zusammen funktioniert nach den Regelwerken. Das ist manchmal diskussionswürdig und da muss man diskutieren und da muss man sich fachlich streiten können, aber dafür brauchen Sie Personal auf der Seite des Baumes. Und wenn der Bagger für die Glasfasertrassen kommt oder wenn das die ganze Emscher-Region in den Zuläufen bis zu den Dachflächenentwässerungen hin neu aufgebuddelt wird, dann hat das Konsequenzen in so einer Stadt. Und das hat Konsequenzen vor allen Dingen für den Baumbestand, weil der Bagger taucht einfach seinen Löffel ein. Und damit er das nicht tut, müssen Sie entsprechend qualifiziertes Personal an die Seite stellen, die damit begleiten. Und das sind unsere Anforderungen seitens der Verwaltung, dass wir sagen, lassen wir uns nicht über die letzten 2% Naturnähe an einer Stelle streiten, wo in der gesamten Rhein-Ruhr-Region, wie Herr Bauer das sagte, keiner für einen Festmeter Holz in den Wald geht, sondern immer nur zum Wohle der Bevölkerung. Lassen wir uns lieber die Energie da bündeln, wo wir sie brauchen, innerhalb der Städte, damit wir Schatten und Wohlfahrtswirkung im Baumbestand der Zukunft erhalten und gewinnen können. Und da stehe ich so ein Stück hier als Gewerkschafter vor Ihnen, der genau das natürlich von Ihnen versucht mit einzufordern.